Ganz ehrlich, mittlerweile wissen wir doch alle, dass das hier nicht in einen Katzenkörper gehört. Trockenfutter ist nun mal nicht die artgerechte Fütterung für unsere Stubentiger. Trotzdem wird es immer weiter munter verkauft, empfohlen und eben sogar Sachen gesagt wie, das hier ist gut für die Katzenzähne. Wenn ich mir aber so meine Stubentiger anschaue und möchte, dass sie möglichst lange und glücklich leben, dann möchte ich ihnen das eher nicht geben. Gut, nachdem ich jetzt alle wütend gemacht habe, dass das hier nicht in einen Katzenkörper gehört, wie verändern wir das denn? Denn das hier ist die große Problematik. Das hier macht Katzen süchtig und das ist eben auch der Grund dafür, denn Katzen würden freiwillig als reine Fleischfresser und Jäger wahrscheinlich lieber frisches Fleisch essen als so etwas hier. Doch heute habe ich 10 Tipps für euch, die euch eure Futterumstellung zu gutem Nassfutter erleichtern wird. Hallo ihr Lieben, ich bin Amelie Rose, Katzenmama, Tierpsychologin und heute sprechen wir mal über ein ziemlich unangenehmes Thema und zwar Trockenfutter oder eben wichtiger, wie ihr die Katze dazu bekommt, nicht das hier zu fressen, sondern gutes Nassfutter. Ihr solltet auch nicht blindlings jedem vertrauen, sondern immer selber nochmal schauen, was ist in dem Futter drin, was braucht meine Katze wirklich und was ist eigentlich gut und was nicht. Aber was ist eigentlich die Problematik am Trockenfutter und warum solltet ihr das eurer Katze nicht geben? Hier mal ganz kurz zusammengefasst. Trockenfutter gilt immer noch als gut für die Zähne. Dafür ist das Trockenfutter aber zu klein. Ja, die Katze knackt das auf, kann aber damit nicht die Zähne reinigen. Falls ihr euch darum Sorgen macht, dann bietet eurer Katze lieber Fleischstücke an. Zum Beispiel Rinderfleisch oder ihr könnt mit Futtertieren arbeiten. Denn je mehr Fleisch ihr habt oder gerade in einem Futtertier auch die Knochen und die ganzen Innereien da drin, sind nicht nur super gesund, für die Katze, sondern reinigen auch richtig die Zähne, denn genau so würde die Katze nun mal in der Natur fressen. Die Katze ist nun mal ein Fleischfresser und im Idealfall frisst sie die Beute, die sie gerade gejagt hat, die also frisch ist. Wenn wir uns aber eine Beute angucken oder Frischfleisch anschauen, dann hat das mit dem Trockenfutter im Napf nicht wirklich viel gemein. Denn vielleicht habt ihr schon mal mitbekommen, dass Katzen den Großteil ihrer Flüssigkeit über ihre Nahrung aufnehmen. Und das ist nun mal ziemlich kontraproduktiv, wenn die Nahrung der Katze nicht Flüssigkeit gibt, sondern zusätzlich entzieht. Und auch das können wir uns ganz logisch mal anschauen. Das, was die Katze vorne reinbekommt, also diese furztrockenen Breckis, werden irgendwie umgewandelt, dass ihr hinten so einen schönen pappigen Haufen habt. Schaffst du's? Man kann sich also vorstellen, dass zwischen hier und hier irgendwie ein wenig Feuchtigkeit dazugegeben wurde, damit dieser Kothaufen nicht auch genauso furztrocken ist. Und es gibt mittlerweile viele Studien, die gezeigt haben, dass Katzen, die ihr Leben lang schlechtes Trockenfutter vor allem eben als Hauptmahlzeit bekommen haben, nicht besonders alt werden und häufig unter Nierenerkrankungen, Harnwegsproblemen oder ähnlichem leiden. Und wenn wir uns anschauen, was so die Top 3 der Todesursachen gerade bei älteren Katzen ist, dann haben wir auch da zufälligerweise wieder Nierenprobleme. Ich möchte hiermit also nicht sagen, dass Trockenfutter der Grund ist, warum Katzen irgendwann sterben. Ich möchte aber hier zum Denken anregen, dass man vielleicht die Katze noch besser halten kann und ihr artgerechteres Futter geben kann und die Katze dadurch vielleicht ein gesünderes Leben hat. Außerdem wird bei Trockenfutter nun mal ziemlich viel getrickst. Und hier haben wir die Problematik, Trockenfutter macht Katzen süchtig. Wir haben hier Zucker, Lockstoffe, Aromastoffe und ähnliches. Und hier kommt das große Problem. Davon, also eine Katze, die süchtig ist, zu hochwertigem Futter zu bekommen, ist schon ein bisschen komplizierter. Nein, Trockenfutter ist nicht das Teufelswerkzeug schlechthin. Ihr könnt also eurer Katze hin und wieder Trockenfutter anbieten. Zum Beispiel als Leckerchen beim Klickern oder in den Fummelbrettern. Und bevor ihr das Projekt Trockenfutter zu Nassfutter umwandeln startet, schaut euch bitte an, zu welchem Nassfutter ihr wechseln wollt. Schaut euch an, welches Nassfutter gut ist, welche Inhaltsstoffe gut sind, damit ihr nicht von miesem Trockenfutter zu mindestens genauso miesem Nassfutter geht. Und bevor ich mit den Tipps loslege, versprochen, es geht gleich los, nochmal 2 unfassbar wichtige Dinge. Und zwar lassen wir die Katze in dem ganzen Prozess nicht hungern. Ich weiß, das ist immer der erste und mit Abstand der dümmste Tipp, den ich jedes Mal lese. Und zwar die Katze einfach mal ein bisschen hungern lassen, dann wird sie ja aus reiner Verzweiflung fressen, was sie bekommt. Lassen wir mal die ganze Wissenschaft weg. Eine kleine Frage, wie sehr liebt man ein Lebewesen wirklich, dass man absichtlich hungern lässt? Angst bei der Katze auslöst, nur weil man selber zu faul ist, sich mit dem Thema Futterumstellung auseinanderzusetzen.
Doch hier kommt der entscheidende Faktor. Katzen haben nun mal einen anderen Stoffwechsel als wir Menschen zum Beispiel. Das bedeutet, wenn eine Katze hungert, kann das für sie wirklich gefährlich werden. Und der zweite Punkt, der mindestens genauso wichtig ist, bitte seid konsequent in diesem ganzen Prozess und nehmt euch genug Zeit. Das kann bei einigen Katzen 5, 6, 7 Tage dauern, bis sie neues Futter fressen, wenn sie unproblematischer sind, aber es kann auch mehrere Monate dauern. Und das ist völlig in Ordnung. Denn der Katzenmagen ist nun mal so ein bisschen komplizierter. Und damit die Katzenverdauung sich daran gewöhnt und ihr nicht eine Katze habt, die dann anfängt, sich zu erbrechen, die dann Durchfall bekommt, die das Futter gar nicht mehr frisst, machen wir das so kleinschrittig wie möglich. Hochwertiges Futter schmeckt nun mal auch einer Katze nicht so gut wie mit Lockstoffen, Zucker und Aromastoffen versetztes mieses Futter. Wenn ihr aber sofort in Panik ausbrecht und der Katze sofort wieder das alte Futter gibt, dann konditioniert ihr eure Katze, dass sie nur noch quengeliger sein muss, dass sie nur noch mehr das Futter verweigern soll, weil irgendwann setzt sie schon ihren Willen durch und bekommt ihr altes Futter. Nummer eins, wenn man Katzen hat und irgendwas von der Katze möchte, man muss sturer und geduldiger sein als die Katze. Legen wir aber jetzt mal los mit meinen 10 Tipps, damit die Futterumstellung garantiert klappt. Und im Idealfall geht ihr nicht alle 10 Punkte durch, sondern sucht euch den Punkt aus, der für euch am besten passt. Bietet eurer Katze so früh wie möglich verschiedene Futterarten an. Nicht nur verschiedene Fleischsorten, sondern auch verschiedene Konsistenzen und eben auch verschiedene Marken. Denn hier haben wir den entscheidenden Punkt. Katzen lernen von ihrem Muttertier, was sie wie fressen. Wenn die Katze also als Kitten nicht verschiedene Fleischsorten, Arten, Konsistenzen und so weiter probiert hat, dann wird sie das als erwachsene Katze deutlich weniger annehmen, weil sie nun mal nicht gelernt hat, dass das essbar ist. Wenn bei euch also gerade eine Katze einzieht, lasst sie erstmal ankommen, denn dieser Umzugsstress ist schon stressig genug, aber fangt dann nach ein paar Wochen an, verschiedene Sachen auszuprobieren. Verschiedene Leckerchen, verschiedene Fleischsorten, verschiedene Marken, damit ihr als neues Muttertier keinen Picky Eater habt, sondern eurer Katze eben beibringt, dass alles ist essbar. Tipp 2: Weicht das Trockenfutter auf. Viele der Katzen, die nur Trockenfutter fressen, kennen auch nur Trockenfutter. Die neue Konsistenz von Nassfutter kann also ungewöhnlich, eklig oder im Katzenkopf nicht essbar sein. In kleinen Schritten konditionieren wir die Katze also dazu, dass Futter nicht nur trocken sein muss. Und da fangt ihr wirklich in kleinen Schritten an. Sprüht das Trockenfutter mit zum Beispiel einem Pump von der Sprühflasche ab oder einem halben Teelöffelchen Wasser oder ähnlichem. Wenn sie ohne Probleme diese Trockenfutterpappe frisst, dann gebt ihr einfach mehr Wasser dazu. Bis das Ganze eine Konsistenz hat wie Nassfutter, dann könnt ihr anfangen, von diesem Trockenfutter ein wenig wegzunehmen. Das, was ihr weggenommen habt, ersetzt ihr durch eben ein wenig von dem neuen Nassfutter. Hier könnt ihr im Idealfall warmes Wasser benutzen oder ihr könnt solche Suppen anbieten. Hier kommen bei mir die von Strays super gut an. Hier habt ihr Fleisch in Bio-Qualität, wirklich gutes Futter. Da drin ist auch ein Akzeptanzbooster, was bedeutet, die Katzen werden das deutlich eher annehmen. Mein absolutes Highlight: jedes Produkt, das ihr bei Strays kauft im Online-Shop, damit wird ein Streuner gefüttert. Da ich auf TikTok mit Strays zusammenarbeite, das hier ist keine Werbung, sondern das Futter kommt bei mir wirklich gut an, könnt ihr gerne diesen Code von mir benutzen. Und ich habe euch den Link zu Strays in der Infobox verlinkt. Tipp 3: Das Trockenfutter mit Nassfutter vermischen. Wenn ihr eine Katze habt, die Nassfutter schon kennt, könnt ihr einfach probieren, Nassfutter dazu zu mischen. Auch hier bitte in kleinen Schritten. Zum Beispiel einen halben Teelöffel vom Nassfutter. Und der entscheidende Punkt ist, vermischt das Ganze miteinander. Sonst kann es sein, dass die Katze einfach fleißig rundherum um das Nassfutter alles frisst und das Nassfutter liegen lässt. Tipp 4: Packt die liebsten Leckerchen über das Futter drüber. Ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Fan von gefriergetrockneten Snacks. Die riechen für Katzen super, sind eigentlich, mir sind keine Ausnahmen bekannt, zu 100% aus eben dem Fleisch und der Verarbeitungsprozess ist super schonend. Was bedeutet, ihr habt hier alle wichtigen Inhaltsstoffe noch im Snack drinnen. Und immer wenn ich weiß, meine Katzen sind gerade so richtig picky eater oder wollen das neue Futter nicht annehmen, dann krümel ich immer ein wenig darüber. Und ich sage euch, meine Katzen fressen alles, was unter diesen Snackkrümeln drunter ist. Und natürlich haben wir auch bei Strays welche entdeckt. Perfekt, groß genug und ideal zum Drüberstreuen. Wenn ihr aber keine Leckerchen habt, die die Katze mag, könnt ihr ein wenig Parmesan darüber streuen. Ihr könnt aber auch Lachsöl in einer ganz kleinen Menge drüber packen. Manchmal packe ich auch ein bisschen von diesem Thunfischsaft von Thunfisch in der Dose dazu. Oder ihr könnt für den Geschmack auch ein ganz kleines bisschen Sahne dazu geben. Aber all die Punkte bitte in kleinen Mengen, denn Katzen sind laktoseintolerant und wir wollen ja nicht, dass es dann deswegen problematisch wird mit dem Stuhlgang.
Tipp 5, das ist wohl der wichtigste Tipp und vor allem der Tipp, den ihr mit den anderen Sachen kombinieren könnt. Füttert eure Katze richtig. Die richtige Menge, die richtige Uhrzeit und vor allem das richtige Fütterungsritual. Experten raten dazu, der Katze lieber kleinere Portionen über den Tag hinweg verteilt zu geben. Im Idealfall sind es 5 oder mehr. Denn Katzen sind Häppchenfresser, was bedeutet, alle paar Stunden hat die Katze Hunger und der Hunger treibt die Katze nun mal an, rauszugehen und zu jagen. Die Größe einer Mahlzeit sollte ungefähr die Größe einer Maus haben. Und wenn man sich das nicht so gut vorstellen kann, ungefähr die Größe von einem Tischtennisball. Falls ihr arbeiten seid, dann gibt es Futterautomaten, wo ihr das portionieren könnt, eingeben könnt, wann die Katze das Futter bekommt und ähnliches. Und hier kommt der beste für die Katze und entscheidende Tipp. Ab jetzt vor jeder Fütterungseinheit mit der Katze spielen. Denn dadurch imitieren wir das natürliche Verhalten einer Katze. Draußen würde sie erst die Beute jagen und dann die Beute fressen. Imitieren wir also dieses natürliche Verhalten nach. Und dann wird sie fast garantiert alles fressen, was sie bekommt. Denn das ist nun mal die Beute, die sie gerade im Spiel gejagt hat. Tipp 6. Streich die Snacks oder ähnliche Leckerchen, wenn ihr eine Futterumstellung habt. Denn die Katze wird sich einfach sonst woanders vollfressen, als das Nassfutter zu essen. Tipp 7. Erwärmt das Nassfutter. Häufig kaufen wir große Dosen, weil die nun mal einfach günstiger sind, geben der Katze davon ein bisschen und knallen die Dose dann in den Kühlschrank. Die große Problematik, das, was da im Kühlschrank ist und danach eben wieder verwertet wird, riecht für die Katze nun mal nicht appetitlich. Kauft also lieber kleinere Dosen, die ihr direkt in einer Portion der Katze anbieten könnt. Wenn ihr aber jetzt so einen Futterrest habt und den nicht wegschmeißen wollt, dann wärmt das Futter auf. Katzen mögen nämlich als Jäger ihre Beute eben in Zimmertemperatur oder eben in Temperatur der Beute. Aber bitte das Futter nicht in der Mikrowelle aufwärmen, denn damit zerstört ihr einfach nur die für die Katze wichtigen Proteine. Besser ist es, wenn ihr das Futter in einem Wasserbad erwärmt oder einfach ein wenig warmes Leitungswasser dazugebt. Da reichen 1 bis 2 Esslöffel dazu, das vermischen und schon riecht es für die Katze wieder angenehmer und eben nach einer frischen Beute. Tipp 8. Schaut euch den Futternapf an. Katzen sind super empfindliche Wesen und es gibt manchmal 1 Million verschiedene Gründe, warum die Katze irgendetwas nicht mag. Und ja, auch der Napf könnte hier entscheidend sein. Das bedeutet, wenn die Katze in den Napf reingeht und ihre Schnurhaare irgendwie an das Futter reinkommen, weil die irgendwie an den Napf drankommen oder ähnliches, dann kann das die Katze stressen. Catwalk zum Beispiel mag sein Futter nicht aus einem Napf. Er braucht einen flachen Teller. Meidet Plastik, die sind auf Dauer einfach nicht die beste Wahl. Und falls ihr Katzen habt, die viel schlingen und sich dann erbrechen, dann investiert in so einen Slow Feeder, die kosten ein paar Euro und ich habe euch unsere Favoriten in der Infobox verlinkt. Tipp 9. Haltet euch jetzt fest, es haut euch von den Socken und ihr könnt gleich, wenn ich es erklärt habe, wütende Kommentare schreiben, denn ich bin kein Fan davon, der Katze immer wieder denselben Tagesablauf zu bieten. Katzen sind super intelligente Lebewesen, die draußen einen super spannenden Alltag haben. Draußen geht die Katze nicht einfach 3 Schritte, setzt sich hin, guckt auf die Uhr, wir haben 8 Uhr morgens, macht ihr Mäulchen auf und eine Maus spaziert rein. Nein, draußen würde die Katze durch ihr Revier schleichen, sie würde eine Beute suchen, sie würde fressen, was da ist und diese Beute auch jagen. Und diesen Kick brauchen die Katzen zu Hause nun mal. Der Katze immer das Essen zur selben Uhrzeit an derselben Stelle, dasselbe Futter über Jahrzehnte anzubieten, das ist die Hölle für gerade reine Wohnungskatzen. Ja, ausgenommen sind hier Kitten, die gerade angekommen sind. Ja, ausgenommen sind hier kranke Katzen, Problemfälle, Pflegefälle oder eben auch Senioren. Aber eine junge, aktive Katze braucht gerade hier ein wenig Spannung. Das bedeutet, vor der Fütterung mit der Katze spielen, aber eben auch einen anderen Futterplatz anbieten. Ich verteile am liebsten das Nassfutter überall auf meiner Kletterwand. Ja, in bruchfesten Schüsselchen. Damit meine Katzen wirklich das Gefühl bekommen, wie in der Natur irgendwo einer Beute hinterherzuschleichen, zu überlegen, wie komme ich dahin? Denn es heißt nicht umsonst Futter suche und nicht Futter liegt immer an demselben Platz essen. Was? Tipp Nummer 10. Ihr wisst, dass meine Katzen primär gebarft werden. Sie bekommen also rohes Fleisch und da gibt es verschiedene Arten, wie man die Katze füttert. Seitdem ich aber Timber habe, füttere ich primär mit der Prey-Methode. Was bedeutet, meine Katzen bekommen primär komplette Futtertiere. Catwalk war super kompliziert, als ich angefangen habe, das Fleisch mit Supplementen zu verändern und verschiedene Fleischsorten zusammen zu punchen. Ich habe unfassbar viel Geld ausgegeben bei einem Metzger, ihm dann dieses perfekt super gesunde Barf angeboten und Catwalk hat es gesehen, hat einfach nur angefangen zu würgen und ist weggegangen.
Und ich war völlig verzweifelt, bis ich dann den Tipp gegeben habe, einfach die Sachen zu steigern. Was bedeutet, wir beginnen einfach mit purem, rohem Fleisch. Ungewürzt, nicht gekocht, einfach nur pures, rohes Fleisch. Ihr könnt da eurer Katze ein bis zweimal die Woche Hühnerherzen anbieten, Hühnermägen anbieten, Rindfleischstückchen dazugeben, vielleicht ein wenig Hühnchenfleisch dazugeben und auf das Futter drauf, zum Beispiel auf dem Nassfutter, aber eben auch auf das Trockenfutter. Es gibt Katzen, nicht alle, aber ein Großteil der Katzen lieben das, denn das ist nun mal natürlich. Und das waren meine 10 Tipps, mit denen ihr hoffentlich von Trockenfutter zu gutem Nassfutter wechselt. Und auch hier nochmal die kleine Erinnerung: Nehmt euch Zeit. Ja, das kann dauern. Ja, man kann ein paar Rückschläge haben, aber jede Katze schafft es, sich umzugewöhnen. Denn eure Katze will euch nicht ärgern, sondern sie ist wahrscheinlich einfach nur süchtig von etwas, hat es nicht anders gelernt oder ähnliches. Wir als Katzenbesitzer haben aber die Verantwortung, dass unsere Katze ein gesundes, artgerechtes und glückliches Leben hat. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.